über offenem Buchenholzfeuer gebraten, mit Kartoffelsalat, Meerrettich auf Kraut oder ganz schlicht im Weckler. So verwöhnt die Nürnberger Bratwurst den Gaumen, heute wie damals. Eine der berühmtesten Bratwurstküchen Nürnbergs war das Bratwurstglöcklein. Immer wenn die Bratwürste fertig waren, hat der mit seinem Glöcklein geläutet und dann sind die Leute dahin gegangen. Ich würde sagen, es waren fast moderne Fastfood-Betriebe. Das Glöckler wurde vermutlich im 15. Jahrhundert an die Nürnberger Moritzkapelle angebaut. Mit aberwitzig kleinen Maßen. Das hat maximal 25 Gästen gleichzeitig Platz geboten. Das hat viele Touristen, aber wohl auch Nürnbergerinnen und Nürnberger sehr begeistert und dazu beigetragen, dass es mit Auerbachs Keller in Leipzig wohl die berühmteste Gaststätte in Deutschland war. Das Nürnberger Bratwurstglöcklein, ein echter Publikumsmagnet. Forscht man in den alten Gästebüchern, wird schnell klar, nicht nur Albrecht Dürer und Hans Sachs waren gern gesehene Gäste. Die ersten Seiten beweisen, dass hier die hochgestellten Persönlichkeiten wie Paul, Prinz von Jugoslawien, die Prinzessin von Griechenland, Prinzessin von Rumänien im Bratwurstglöcklein sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Aber es sind auch Personen zu finden wie Louis Trenker, der schon 1936 mit Heil Hitler aus dem Bratwurstglöcklein grüßt, oder Baldur von Schirach, der auch 1935 hier zu Gast war. Die zerstörerische Kraft des Nationalsozialismus ging auch am Bratwurstglöcklein nicht spurlos vorüber. Am 3. Oktober 1944 wurde die Moritzkapelle in Schutt und Asche gelegt. Das bedeutete gleichzeitig das Ende des Glöcklers von St. Sebald. Immerhin, das traditionelle Kredenzen der Speisen auf Zinntellern wurde bis heute bewahrt.